Wow. Hallo Viola. Hallo Jan. Schön, dass du hier bist. Du bist jetzt anderthalb Tage auf der Messe. Was ist dein Eindruck? Ich find's toll. Das heißt, du hast ganz viele Kontakte geknüpft und für dich funktioniert das hier total, oder? Ich habe ganz viele neue Kontakte geknüpft und ich habe vor allem ganz viele bekannte Gesichter wieder gesehen, konnte sehr, sehr viele Kontakte intensivieren. Ich finde es super. Dann erzähl uns doch mal, was du eigentlich eigentlich bist. Ordnung ist ein Stück weit passieren. Ich bringe Ordnung und Struktur in Büros. Okay. Ich sage mal so schön, dort, wo andere Menschen keine Lust, keine Zeit oder einfach das Händchen nicht dafür haben, eine Grundstruktur reinzubringen. Ich gehe mit dem Blick eines externen Besuchers in die Büros und sehe alles das, was andere nicht mehr sehen, die schon lange im Büro drin sind. Also ich kriege immer schweißnasse Hände, wenn ich am Ort bin. Brauchst du nicht. Ich habe auf meinem Stand extra das Gegenteil aufgebaut, mit Absicht. Einen Stuhl zum Relaxen, um zu symbolisieren, du kannst dich in der Sonne ausruhen auf deiner Terrasse, während ich dein Büro strukturiere. Okay. Wie schaffe ich das? Du bist ja dann nicht jeden Tag da, oder bist du jeden Tag, wenn der Auftrag da ist, bist du dann jeden Tag im Büro? Nein. Wie schaffe ich das denn, dass mein Schreibtisch auch mal leer wird? Es gibt ganz viele Systeme dafür. Das arbeiten wir gemeinsam aus. Wir gucken nach, was dir gefällt, was dir am besten liegt, mit welchem System du am besten klarkommst. Okay. Woran liegt es, dass dieses Thema Ordnung irgendwie so für alle irgendwie, ist das ein Kindheitstrauma oder was ist das? Ich persönlich kenne es nicht, weil sonst würdest du es ja auch nicht anbieten. Ich kann die Gegenfrage stellen. Technik, wieso kann mir das so verleihen? Okay. Also es ist einfach ungewohnt oder wahrscheinlich überfordern wir uns damit, oder? Ja. Ist Ordnung einfach? Ordnung ist einfach. Ordnung kann man trainieren, Ordnung kann man lernen. Man kann sie aber auch auslagern. Dein Schwerpunkt ist dann Outsourcing. Ja, beziehungsweise ich springe da ein, wenn du zum Beispiel outsourcen. Okay. Und wenn du sagst, du hast keine Lust darauf, das selbst zu machen, dann mach ich das. Okay. Ich mache das einmal oder ich begleite dich über eine gewisse Zeit oder ich komme in regelmäßigen Abständen, so wie wir uns einig werden. Wie habe ich das zu verstehen? Also wenn ich schmeiß alles, was ich habe, in den Schuhkarton und bringe dir das einmal die Woche, oder? So könnte man es auch machen, aber Ziel ist ja letztendlich, dass du mit der angelegten Struktur und Ordnung in deinem Büro so gut klarkommst, dass du auch selbst diese Ordnung halten kannst. Okay. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben, weil ich nicht kenne. Ich sage mal, es gibt für jeden das individuelle Ordnungssystem. System heißt, ich habe dann ganz viele Ablagekörbe oder erzähl mal. Das ist unterschiedlich. Der eine arbeitet mit Ablagekörben, der nächste arbeitet am liebsten papierlos, indem er alles einscannt und auf dem PC seine Ablage hat. Der nächste arbeitet mit Ordnern, jemand anders arbeitet mit Hängeregistern. Ich liebe Hängeregister. Okay, warum? Man kann unheimlich viel reintun, man kann verschiedene Bereiche damit strukturieren, man kann wieder Vorlage damit wunderbar verwalten. Alles, was nicht auf dem Schreibtisch rumliegen muss, was ich irgendwann mal wieder brauche, kann man da drin verwalten und man kann die Schublade zumachen. Und es sieht ordentlich aus. Du hast gerade den PC angesprochen. Auch dort bedarf es ja einer gewissen Ordnung. Ist das, um Dateien oder Ordner anzulegen, das ist ja 1:1 wie auf dem Schreibtisch oder wie im Büro. Das ist anstrebenswert, ja. Machst du das dann, gibst du diese Struktur dann deinem Kunden auch mit? Das erarbeiten wir gemeinsam. Wenn er sich mit dieser Struktur dann identifiziert, dass er das auf dem PC genauso einführt, wie er es im Büro eingeführt hat. Es gibt wunderbare Ordnungssysteme, Tools, das geht dann aber mehr in die technische Richtung und da hole ich mir dann auch externe Unterstützung. Okay, also du bist nicht der Computerfachmann, du machst nur die entsprechende Struktur, die man dann ja wahrscheinlich einfach abbilden kann. Richtig. Erzähl mal von einem Fall, was du das... Die wahnsinnigste Aufgabe im Aufräumen war.
Das ist lustig, dass du mich das fragst. Das hat mich vorhin auch schon jemand gefragt. Ich sollte mal so das bisher schlimmste Büro beschreiben. Und ich kann mir gar kein schlimmes Büro beschreiben. Ganz einfach, weil jedes Büro für mich eine Herausforderung ist. Also, das ist noch kein Zelle-Politik. So ist es. Aber vielleicht so das zweitschlimmste Büro. Ich kann höchstens so kleine Beispiele dir sagen. Ich bin in ein Büro gerufen worden, wo der junge Mann völlig verzweifelt war über die Ordnung in seinen Schränken. Und als er die Schränke aufgemacht hat, habe ich mich gefragt, was will er überhaupt von mir? Es ist doch alles ordentlich. Bis ich dann festgestellt habe, er wollte einfach, dass eine zweite Person da durchsteigt. Und es war alles so aufgebaut, dass es nur seiner Logik entsprach. Es konnte also eine zweite Person von außen überhaupt nicht durchschauen, das Ganze. Okay, also Transparenz schaffen. Genau, Transparenz schaffen. In einem anderen Fall habe ich Post der letzten 3 Jahre erstmal geöffnet. Dank der Elektronik braucht man ja nicht mehr alles in Papierform, aber dank der deutschen Bürokratie müssen wir es in Papierform haben. Aber so schlimme Büros, vor denen ich kapituliert habe, habe ich nicht gefunden. Ich warte auf eins. Okay. Riesenklientel hier auf der Messe, dass die alle sagen, boah, darauf haben wir gewartet? Gewartet nicht unbedingt, weil meine Dienstleistung ist eine Dienstleistung, wo man erst ein Vertrauen aufbauen will. Absolut. Die Menschen öffnen nicht sich von alleine oder ihre Schränke, wie es da drin aussieht, sondern wirklich erst nach ein paar Kontakten, was ich persönlich übers Netzwerk mache. Okay. Das heißt, ich beauftrage dich, dann kommst du erstmal zu mir und schaust dir das Chaos an, oder? Genau. Genau, wir vereinbaren einen Besichtigungstermin, dann gucken wir uns das an. Ich verschaffe mir einen Überblick, was für ein Ausmaß das Ganze hat. Dann versuche ich erstmal rauszukriegen, wie du so arbeitest, ich sag mal, wie du so tickst, damit ich weiß, wo dich ganz persönlich der Schuh drückt. Und dann ganz individuell auf dein Problem einzugehen und dafür dann Lösungen zu finden. Okay. Meistens verabreden wir dann gleich einen Termin, an dem wir anfangen, was zur Folge hat, dass die Menschen anfangen aufzuräumen, wie verrückt. Das heißt, ja, dann kannst du ja keine chaotischen Büros Du nimmst ja den Spaß. Es bleibt mir genügend Spaß. Aber das Thema Aufräumen scheint so wirklich ganz, ganz viel Spaß zu machen. Eine abschließende Frage. Nächstes Jahr sehen wir dich wieder auf der Messe. Ich gehe davon aus, dass ich auch nächstes Jahr hier bin. Ich habe aber auch eine abschließende Frage für dich. Okay. Weißt du noch, wann wir beide uns kennengelernt haben, wann wir den ersten Kontakt hatten? Ja. Ich habe dich angerufen und habe gefragt, was du da machst. Was, als ich meine Meldung im Xing reingestellt habe, dass ich zukünftig Ordnung in Büros bringe, warst du der Erste, der mich darauf angesprochen hat. Genau, weißt du denn noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, persönlich? Aber natürlich. Ja. Bei einem Cross-Table-Dinner im Maritim, am Hauptbahnhof. Siehst du, wir haben uns nicht vergessen. So ist es, so viel zum Netzwerk. Genau. Vielen, vielen Dank für das Interview. War total spannend und ich finde das toll, wie viel Spaß du mit Ordnung hast. Danke dir.